Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gemessen an normalen Jahren. Bundesregierung rechnet mit Konjunkturerholung. Laut Prognose wird im kommenden Jahr ein Wachstum von 1,6% erwartet, wie Wirtschaftsminister Habeck in Berlin bekannt gab. Auch die Inflation gehe zurück. Gerechnet werde mit einer Rate von 5,9% in diesem und 2,7% im nächsten Jahr, so Habeck. Koalitionsvertrag in Berlin unterzeichnet. Gut 10 Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben die Spitzen von CDU und SPD die Vereinbarung unterschrieben. Zuvor hatten die Mitglieder beider Parteien zugestimmt. Morgen soll CDU-Chef Wegner im Landesparlament zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt werden. Jugendorganisation der AfD von Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Wie der Verfassungsschutz mitteilte, hätten die Junge Alternative und zwei weitere Organisationen gesichert rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Bestrebungen. Das Bundesamt hatte die Jugendorganisation der AfD zuvor 4 Jahre lang als Verdachtsfall beobachtet. Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG erneut gescheitert. Wie der Konzern mitteilte, sei auch die 3. Verhandlungsrunde mit der Eisenbahngewerkschaft EVG ergebnislos beendet worden. Der nächste Verhandlungstermin ist Ende Mai geplant. Die Gewerkschaft hatte das neue Angebot der Bahn als nicht verhandelbar abgelehnt und Nachbesserungen gefordert. Jetzt könnten weitere Streiks drohen. Neues Verfahren gegen Nawalny. Der inhaftierte Kreml-Kritiker war zu einer Anhörung vor einem Gericht in Moskau. Nach Angaben des Nawalny-Vertrauten Volkov wird dem Oppositionellen Terrorismus vorgeworfen. Ihm drohen demnach 35 Jahre Haft. Nawalny muss bereits aufgrund seiner bisherigen Verurteilung bis 2035 im Gefängnis sitzen. Das Wetter, morgen meist wechselnd bewölkt und ab und zu Sonnenschein. Im Norden, Osten und in Alpennähe einzelne Schauer, Höchstwerte 9 bis 19 Grad.